So, Freunde, wir sind wieder da, wir beide, und wir beide haben auch die Lösung für euch. Nämlich, Karo. 4-2. Ach nee, gar nicht, 4-3. Was ist? 4-2. Etwas Gravität, etwas Elan, und schon. Und voilà, meine Antwort. Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Und wie auch, glaube ich, schon im drittletzten oder viertletzten Teil gesagt, es gibt hier an die 7000 Picaras. Nur nochmal, damit wir es nochmal vor Augen führen. So, richtig, es fällt zwar erst auf den zweiten Blick auf, aber ein Konfekt in Karo-Form ist beim Transport in der Mitte zerbrochen. Diese beiden Bruchstücke haben bei Erhalt der Lieferung so gelegen, dass zwei der Herzen fälschlicherweise dem Pik sehr ähnlich sind. Ach, du hast eine neue Aktion für dein Puppenspiel erhalten. Einkochen. Zwei kochen. Ganz großartig. Also, der Rabenmarkt sagte dir, ein paar Buben, die meinen Stand aufsuchten, unterhielten sich darüber, glaube ich. Sie erwähnten irgendwas von der Farbe Schwarz. Schwarz? Nun, diese Information ist besser als nichts. Gehören die Knaben denn zu ihrem Stammkunden? Einer der Burschen ist Willy. Er trägt einen roten Pulli und ist immer auf dem Markt anzutreffen. Ihn könntet ihr vielleicht ausfragen. Haben Sie Dank. Wir werden gleich Ausschau nach ihm halten. Und ich weiß sogar schon, wo er steht. Wahrscheinlich ist er jetzt abgehauen. Naja, wahrscheinlich. Hier gibt's nix. Der Lolli-Duft. Nein. Nein. Nein, da oben haben wir ein Zail. Das. Hä? Keiner mehr da? Jetzt können wir alles plündern. Ah, hallo, ist auch gut. Ne Lava-Rababa. Ja, aber wirklich. Freunde, und hiermit starte ich einen offiziellen Aufruf. Wir müssen echt Geld zusammenschmeißen. Wir müssen spenden auf ein Spendenkonto. Und dann, Freunde, wirklich, ist es dringend. Müssen wir einen neuen Stuhl für den Kelvin kaufen. Also, dafür hat das Geld wohl bei der neuen Computerausrüstung nicht mehr gereicht. Oh, Filmsequenz. Ruckelhausen. Ach, Karate. Hey du, komm sofort! Nein, Emmy, Luke, warte! Ja. Matrix! Da! Dort oben! Ja, schnell, daher! Raketen, Emmy. Mein Zylinder. Oh. Na, da waren wir doch eben schon. Was wird hier gespielt? Das ist doch verrückt. Da ist er. Nein, da drüben. Wie macht er das? Ich bin der schwarze Rabe. Willkommen auf meinem Markt. Oh, wei. Viele Fragen habt ihr den Leuten hier gestellt. Wieso wohl? Wieso? Wir suchen nach einem gewissen Objekt. Auf der Suche seid ihr, wie jeder von uns. Nun gut, wie ihr wünscht. Doch zuerst müsst ihr euch als würdig erweisen, meinen Markt zu betreten. Einen einzigen Hinweis sollt ihr von mir erhalten. Den Rest müsst ihr alleine bewältigen. Wer oder was in aller Welt war das?
Der schwarze Rabe. Nein. Ich habe den Namen schon mal gelesen, gehört. Gehört. Seiner Bande gehört der Rabenmarkt. Na, das passt ja auch. Er ist dort also so wie der Chef, ja? Ich glaube schon. Hier steht etwas auf dem Zettel, den er uns hinterlassen hat. Ein Satz. Warum ich? Ja, du hast die bessere Stimme. Füge mich wieder zusammen. Was könnte das bedeuten, Herr Professor? Tatsächlich ist er überall auf einmal erschienen. Ob es was damit zu tun hat? Ich bezweifle es. Es handelt sich vielmehr um einen kryptischen Hinweis, da bin ich mir sicher. Was könnte er dann bedeuten? Das müssen wir noch herausfinden. Lass uns zunächst ein wenig weiter forschen. Oh. Immer diese Nachforschung. Jetzt guck mal, da stand irgendwo Gedankenspiele da oben. Eine geheimnisvolle Gestalt namens Schwarzer Rabe scheint den Rabenmarkt zu kontrollieren. Wer oder was steckte wohl hinter der Maske? Er bewegte sich flinker als agiler als jeder gewöhnliche Mensch. Der Marktplatz ist voller Jungen und Mädchen, doch kaum ein Erwachsener lässt sich blicken, wieso nur. Tante Toffifee sagte, dass die Kinder uns auf der Spur des Rabenmarktes führen könnten. Er bewegte sich flinker und agiler als jeder gewöhnliche Mensch. Der Marktplatz ist voller Jungen und Mädchen, doch kaum ein Erwachsener lässt sich hier blicken. Jetzt ist gut. Hätte ich jetzt noch so 5 Mal machen müssen. Nein. Du bist Willy, oder? Wer hat euch das denn gezwitschert? Die alte Dame am Markteingang. Würdest du uns vielleicht ein wenig helfen? Ja, wieso nicht? Ich schaue euch eh schon die ganze Zeit zu, wie ihr hier rumlauft. Aber für nichts gibt's nichts. Wenn ihr mein Rätsel nicht löst, dürft ihr euch alleine helfen. Ganz viele Einsen. Das hört sich nach Mathe an. Kriege ich in der Schule immer. Weil du das jetzt gesagt hast, ne? Du hast dich sogar noch verschlimmert. Vorher war es nur Mathe 2 plus, jetzt ist es 1. Ein Mathe-Ass hat sich etwas ausgedacht. Nein. Doch. Wenn ich alle Zahlen von 1 bis 120 in einer Reihe aufschreiben würde, wie viele Einsen würde ich dann wohl schreiben? Kommst du auf die Antwort? Also, 1. Ich zähl mal nach. 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 61. Red mal leise. 27. Boah, ich habe über 50. Was? Okay. Wie viel hast du? Ich sag 52. Wenn das Mathe-Genie 1 plus das sagt, eine fordernde Aufgabe, dann kann es... Falsch. Das will nochmal überdacht werden. Moment, hatte ich jetzt 37 oder 32? Du hast irgendwas mit 20 gesagt. Ja. Etwas Kreativität? Etwas Elan? Nein, dann war es, Moment. Was das? Etwas Kreativität? Etwas Elan? Dann waren es vielleicht, hatte ich mich so verrechnet, da waren 37. Etwas Kreativität? Etwas Elan? Gut, Notiz. Wir haben die 1. Dann haben wir die 11. Ja. 21, 31,
41, 51, 61, 71, 81, 91, 100. So. 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 110. Dann kommt die 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Das sind jetzt wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Wir haben aber was vergessen. Etwas Elan? Und? Was denn? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah! Also 54. Ne, 53. Richtig. War ich doch richtig so gut wie. Naja, so gut wie, aber nur. Etwas Elan? Da, jetzt aber. Kein Rätsel ohne Lösung. Na. Richtig, ganz genau 53 Einsen werden geschrieben. Wenn du bedenkst, dass 1 in 11 zweimal vorkommt und in 111 sogar dreimal, sollte dieses Rätsel leicht zu lösen sein. Wie witzig. Du hast eine neue Karte für die Modelleisenbahn erhalten. Willys Städtetrip. Ganz schön schlau, der Herr. Na dann, fragt mal. Ich verrate euch, was ihr wissen wollt. Los. Wir wüssten gerne, wie wir zum Rabenmarkt gelangen. Kannst du uns dabei helfen? So. Ihr müsst alle Teile des Raben finden und zusammenfügen, dann dürft ihr seinen Markt betreten. Alle Teile des Raben? Mehr darf ich nicht sagen, aber einen Hinweis sollt ihr bekommen. Hier. Diese Medaille wird euch auf eurer Suche helfen. Her damit. Dudididum. Viel Erfolg wünsche ich euch. Dann wollen wir mal sehen. Es sieht ein bisschen wie ein Flügel aus. Womöglich gibt es weitere Medaillen mit den verbleibenden Teilen des Vogels. Gut möglich. Und wir müssen sie alle finden. Füge mich wieder zusammen, stand auf dem Zettel. Und es waren 4 Kreise darauf eingezeichnet. Ich würde also sagen, dass wir insgesamt 4 Medaillen finden müssen. Mit der, die wir haben, noch... Na genau. Ja, und wie können wir uns den Schnieschnarschnettel-Zettel nochmal angucken? Die Süßigkeiten-Tante... Schadstand der Toffee. Ja, genau. Entdeckt den Spaß in Toffee-Fee. Tja, Puppenspiel. Chuchu, Chuchu. Ja, ja, gleich. So weich, dass man sie einfach berühren muss. Kaum zu glauben, dass etwas so leichtes aus Stein besteht. Na, pa. Ach, tja. Chuchu. Spielen. Schon immer wollte ich in jeder Stadt die ortseigene Eisspezialität kosten. Aber wie komme ich auf dem Weg zu meinem Ziel an allen Bahnhöfen vorbei? Ich brauche deine Hilfe, um meine Naschgelüste zu befriedigen. Ach. Da fährt ein Auto, oder was? Wie sollen wir das denn jetzt... Hä? Was passiert dann? Bahnübergang oder was bestimmt. Gott, das wird ja immer komplizierter. Ja, Moment mal, da steht doch ein Auto. Ja, das bewegt sich ja wahrscheinlich. Ja, das war ganz schlau. Also, das war ganz schlau, ne?
Ja, aber was passiert jetzt? Auch ein Expressabfahrt Gleis 4. Sie haben Verspätung, es hat schon geklingelt. Nein. Ich bin... Ah, es bewegt sich tatsächlich. Das heißt, das muss ja dann ein Bahnübergang sein. Das heißt, Schienenfahrzeuge ab voran! Unfall. Willst du mich verarschen? Auch nicht schlecht. Also... Vorfahrt! Ja, aber dann müssen wir da Andreas Kreuz aufstellen. Mann, ey! Moment, löschen. Wahrscheinlich fährt er auch ein so ein Ding pro Sekunde. Wo wir auch so ein Ding fahren. Jo! Versuchen wir mal so. Ein Auto ist doch eigentlich schneller als ein Zug. Also jetzt in der Anfahrt, meine ich. Nein, das knallt schon wieder. Das knallt schon wieder. Ey, weiße. Der knallt in meinen Zug und ich komme nicht. Also. Mann, ey. Das ist doch ein Dreck. Hat's geklingelt? Ja. Ja, gut, Freunde. Dann, ja, heben wir uns das für den nächsten Teil auf. Bis dahin, NRW 18, adieu. Und ciao.